Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es hier mal ein Mediabook-Unboxing und zwar geht es um den Film Bescheid, Case of Madness. Kurz vorweg, ich bin etwas erkältet, ja, also wenn da ein bisschen mal die Stimme weg ist oder ich mich mal verspreche, dann haltet mir das nicht vor. Es liegt ein bisschen an meiner Erkältung, wollte aber jetzt unbedingt hier das Video für euch machen. Ja, hier, Mediabook ist schon leider jetzt kein wirkliches Unboxing. Ich habe schon ausgepackt, ich habe das Video schon einmal gedreht, aber irgendwie hat die Speicherkarte, ja, liest er die nicht mehr. Ich weiß auch nicht wieso, aber das soll jetzt hier erstmal keine Rolle spielen, bloß mal kurz das zum Anmerken. Ja, Film ist jetzt vor kurzem erschienen, gibt es exklusiv im Mediabook.shop, ist dort von Alpha Films, die Asia Line. Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr über diesen Link einkauft, bekomme ich eine kleine Provision. Euch kostet das nicht mehr, ihr würdet mich dadurch aber ein wenig unterstützen. Ja, kurz nochmal zu dem Film. Ist aus dem Jahr 2023. Uncut hier in diesem Mediabook. Zum Film sage ich nochmal auf anderer Stelle etwas mehr. Ich werde da noch ein Review zu machen, wenn ich den Film geschaut habe. Es gibt dort 4 Cover-Varianten. Das ist hier die Cover-Variante C, kostet jeweils 34,90. Sind aber 2 Filme enthalten. Wir haben jetzt nicht nur den Film Bescheid, sondern auch Bittersweet Live aus dem Jahre 2005. Den habe ich auch vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen. Hatte mir mal der Ephraim empfohlen und auch ein sehr, sehr geiler Film auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Also ihr bekommt hier 2 asiatische Filme und ja, da finde ich den Preis eigentlich ganz gerechtfertigt. Wie gesagt, normalerweise kostet jetzt alle Mediabooks langsam in diese Preisregion. Von daher bekommt ihr hier 2 Filme und finde ich es eigentlich ganz okay. Wie gesagt, 4 Cover-Varianten, Cover-Variante C, auf 250 Stück jeweils limitiert, Mediabook-Anteil 44 Seiten von Martin Beck, das wollte ich auch nochmal sagen und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal das Mediabook gemeinsam an. So, da haben wir das Mediabook. Ihr seht schon, es glänzt. Ja, finde ich immer sehr, sehr schön sowas. Wir haben hier sozusagen matte Stellen, also es ist matt und mit dieser Glossy-Finish oder Glossy-Veredelung finde ich sehr, sehr schön gemacht. Auch vom Druck her, von der Qualität her, ist das Ganze wirklich ja, sehr, sehr schön. Wenn ich immer ein bisschen herangehe, sieht das wirklich sehr gut aus. Ja, Titel haben wir auch drauf, ist ja heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich. Ja, ist ziemlich cool. Rückseite. Ja, ihr seht schon, es ist ein durchgängiges Motiv. Ja, hier auch wieder mit dem Glossy. Hier unten wäre jetzt die Limitierungsnummer. Wie gesagt, ihr seht hier schon 250 Stück. Hier würde die drinstehen. Wie gesagt, das ist jetzt hier ein Rezensionsexemplar zum Zeigen. Das hat natürlich dann keine Limitierungsnummer. Ja, am Spine oder am Buchrücken hier haben wir Bescheid. Den Titel hier, wie gesagt, Asia Line 02, Cover 3 von 4, ja. Haben wir hier am Start. Öffnen wir das Ganze mal. Dann, wie gesagt, seht ihr hier das durchgängige Motiv. Finde ich sehr schön gewählt. Ist, glaube ich, bei allen Versionen so. Also, dass es ein durchgängiges Motiv ist. Finde ich hier aber sehr schön gewählt, auf jeden Fall. Wie gesagt, Cover und so weiter ist natürlich auch immer alles sehr Geschmackssache. So, dann schauen wir uns mal von innen an hier. Oh, hier die Disc, durchgängiges Motiv hier, finde ich sehr, sehr schön gewählt. Ihr seht hier schon ab 18 das Ganze. Look vom Mediabook außen wird hier beibehalten. Dieser gezeichnete finde ich schon mal sehr, sehr gut. Blättern wir hier mal ein bisschen durch. Wie gesagt, 44 Seiten hier. Ja, hier wirklich noch mal ein paar, wirklich eine Menge Hintergrundinfos. Kinoplakate. Hier noch mal ein paar Sachen hinter den Kulissen. Das finde ich auch immer sehr, sehr geil, sowas. Ja, siehst du, hier haben wir dann sozusagen die J-Card, weil hinten ist ja nichts zu sehen. Hier haben wir nochmal Bittersweet Live, wie gesagt, aus dem Jahr 2005. Hier nochmal die ganzen Infos zu Bescheid, Case of Madness. Ja, sieht er hier auch ca. 118 Minuten in 5.1 DTS-Ton. Und hier haben wir dann, wie gesagt, noch den Bonusfilm, der auch wirklich sehr, sehr gut ist hier, auch mit dem, passend gemacht zum Mediabook.
Ja, das ist das Mediabook. Wie gesagt, ich finde es wirklich von der Qualitativ auch sehr gut. Die Pappe auch sehr dick. Achso, wir haben es gar nicht geguckt. Das Booklet ist geklammert. Ja, das ist manchmal ja auch immer noch sehr wichtig. Ja, ist reingeklammert. Ja, an sich, wie gesagt, finde ich ganz gut gelungen. Es gibt wirklich schöne Cover-Varianten von dem Film. Wie gesagt, was der Film kann, gibt es von mir an anderer Stelle noch ein Video dazu. Wie gesagt, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann ich, wie gesagt, noch nicht viel zu sagen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Mediabook haltet. Und sonst soll es das auch an dieser Stelle gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.